Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Far Cry 4 und wie angesprochen werden wir uns heute um die Außenposten, um die letzten Verbleibenden kümmern. Das heißt jeder der sich, ich vermute, dass ich alle hier... Scheiße, Mongos, ey. Ich denke, dass ich schon alle hier jetzt in dieser Folge schaffe. Und ja, wenn wir nicht noch weiter von irgendwelchen Kleinigkeiten aufgehalten werden. Gut. Haben wir in der letzten Folge Yogi und Reggie hoffentlich zum letzten Mal gesehen. Zumindest missionstechnisch. Ich weiß gar nicht, was die uns hier ständig in den Arm reinspritzen. Habe ich hier ständig in irgendwelche Dinge rein? Da wird es natürlich nicht einfach, alle Außenposten dieser Folge hier mit einzunehmen. Aber gut, den ersten haben wir auch. Ah ne, das ist er noch gar nicht. Das hier ist er noch gar noch nicht. Das ist irgendwas anderes hier. Wow. Okay, das war jetzt irgendwie die einzige Möglichkeit, wie ich gesehen hätte, dass ich die zwei töten kann, ohne dass sie uns entdecken. Aber ich glaube, der Außenposten da unten, der wäre gar nicht getriggert. Selbst wenn ich von den zwei entdeckt worden wäre, so heißt es, glaube ich nicht, dass der hier irgendwie Alarm geschlagen hätte. So, wir haben drei Alarme und er ist als schwer hier gekennzeichnet und wir haben ordentlich Spritzen. Haben wir da auch erst aufgetankt. So, okay, das war jetzt mal kurz Schnellbeseitigung. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, was man verwenden kann. Okay, der letzte Alarm ist hier unten. Den können wir eventuell sogar ausschalten, wenn wir irgendwie da unten durchschießen. Ich will noch nicht erschießen. Na, schade. Der ist gut platziert, der Alarm.
Wir haben jetzt einen kleinen Freund, der uns ein bisschen helfen kann. Leider nicht lange. Ich komme wahrscheinlich nur von der anderen Seite an den Alarm ran. Und wie ihr mich kennt, bin ich da einer, der das liebend gerne macht. Ah, jetzt läuft er. Wobei. Durch die ganzen Kopfschüsse, die wir in der letzten Zeit verteilt haben, haben wir auch wieder ordentlich Punkte gesammelt, um wieder skillen zu können. Hier haben wir schon wieder einen. Sind es nur noch zwei dicke? Können wir ihn von hier töten? Oh fuck. Ja, nice, Alter. Zum Killen von Wölfen definitiv. Ah, ich nehme gern den Köder mit, Jungs. Ist kein Problem, nehme ich gern mit. Also die Schussfrequenz von der Waffe ist schon brutal geil. Sind die auf mich aggro? Da ist ja nochmal einer. Achso, da habe ich schon markiert, okay. Ah, Mann. Nein, 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 nein. Fuck. Easy, easy, war alles easy, kein Problem, kein Problem. Ich glaube, wir brauchen auch für die Sniper nur 23, wir brauchen gar nicht alle. Nein, wollte ich nicht. So, ich will mich hier eigentlich auch gar nicht so sehr umsehen, ich will eigentlich gleich weiter. Da ist der. Auto, Auto, Auto. Okay, da unten sind welche. Das nehmen wir noch schnell mit. Und dann können wir weiterziehen. 700 Meter. Ist nicht so weit weg. Sind uns bei 9 Minuten, ein bisschen mehr. Und dann können wir doch mal eigentlich easy normalerweise alle drei hier mit unterbringen, je nachdem wie schnell es geht. Ich höre gerade so ein bisschen im Radioprogramm. Deswegen mache ich ein bisschen ruhiger.
Ich habe ein bisschen dem Typi zugehört, wie gesagt hat, dass er voll die dicken Eier hat. Und... Oh, nice. Sich ein bisschen mit Parkern anlegt. Und... Natürlich das nicht nur, weil er aus einer sicheren Basis raussendet, die sowieso keiner finden wird. Nein, 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 da willst du schon hoch. Da, doch, 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 doch. Ja, genau, so muss das sein. Genau so. Und nicht anders. Hier ist eigentlich ein geiler Spot, um das Ding hier ein bisschen zu erkunden. So, ich mach nochmal kurz den Kartencheck. 3 Alarme. Sind es nur noch 2? Scheiße, steht er hier? Nee. Okay, nur noch einer. Er läuft rüber zum Mercer. Das ist nicht gut. Das heißt, die wissen ungefähr, wo ich stationiert bin. Ich hole mir mal einen Spritzen in den Arm. Gerade erst gesehen, dass der Dicke uns ja eigentlich doch schon ein bisschen was abgezogen hat. Da drüben auf dem Berg. Jetzt schießt erstmal keiner mehr auf den Berg. Okay, was macht er? Weiß ich nicht so genau, da hängt so ein bisschen in der Luft. Okay, die kommen hoch. Okay, die gehen wieder runter. Wo ist der fucking letzte Alarm? Wir haben den. Dahinter. Dort dahinter. Reicht nicht ganz. Hier oben sind wieder Wölfe. Okay. Wer will hier an den Mercer? Der will hier an den Mercer. Oh komm. Du willst jetzt an den Mercer oder nicht? Alarm ist aus, Mann. Down? Ja, der scheint tot zu sein. Wo ist denn der andere? Ah ne, der ist doch noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Ah, der andere ist hier. Flammenwerfer? Flammenwerfer, jawoll. Er hat natürlich keine Chance. Aber
wir haben den eigentlich ziemlich gut befreit, würde ich jetzt mal so behaupten. Wow. Die eingesperrte Ziege kannst du ja auch schön befreien. Müssen wir hier? Nee. Hier müssen wir rein. Morgen. AMR. So, dann gucken wir mal bei Einzigartiges. 400.000. Oh, Lego Mio. Aber die hat keine. Ich glaube. Ne, die hat keinen Schalldämpfer. Hm. Aber ich kann sie halt überall hinsetzen. Ich tue sie mal. Ich nehme sie mal mit. Für den letzten Außenposten. Hast du alle Soldaten getötet? Boah. Ja, ich würde sagen, den letzten Außenposten machen wir definitiv mehr als Sneaky. Ach du Scheiße. Fahrzeug. Ich bin auch so ein Depp. Alter Schwede. Das ist schon ein krankes Teil, würde ich sagen. Ja, er hat es geschafft. Das heißt, noch ein einziger, der auf uns wartet. Ich habe es schon wieder vergessen. Na, hätte ich mir eigentlich denken können. Lol, ich meine, du schießt einmal mit der Sniper. Alles sind erstmal. Ach Scheiße, ich habe nur noch 10 Schuss. Ich muss eh umdrehen. Es tut mir jetzt echt leid, ich muss hier nochmal. Ich glaube, es ist schneller. Ja, es ist definitiv schneller. Ich weiß gar nicht, warum ich keine Munition gekauft habe. Ich Depp. Hey. Hier, um mich zu retten. Das tut mir jetzt echt leid, dass wir hier nochmal ran müssen. Das ist schon geil, ey. Der Sound ist schon geil. Aber es ist halt definitiv nichts für eine sneaky Aktion. Ich meine, sollten wir es schaffen, irgendwie alle drei Alarme auszuschalten, denke ich, dass wir sie mal nutzen können. Ansonsten weiß ich wirklich. Es ist halt cool, du kannst sie überall auf jeden Platz ziehen, die du haben willst. Ich weiß nicht, was für Alternativen es dann rein speziell jetzt für unseren aktuellen Sniper-Slot noch gibt, die du dann hier Fun Fact. Was wollte ich sagen? Ja, irgendeine Alternative jetzt auf dem Sniper-Spot. Die wir hier da hinlegen können. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wird sich zeigen. Okay, kann man da.
wie sie... Und wir gleich mal eine Spritze in den Arm. Wir haben hier wieder einen, zumindest auf den ersten Blick, ziemlich coolen Spot. So, wir müssen natürlich die richtige auswählen. Ah, jetzt läuft er weg. Okay, hin haben wir einen am Geschütz. Natürlich noch den Alarm ausfindig machen. Lol, wie haben die den gesehen? Okay, hier mal einen Alarm, dann haben wir hier einen. Und da einen. Ach du Scheiße. Okay, der hat ihn wahrscheinlich gesehen. Ach Gott, der war schlecht. Na gut. Ich meine, jetzt ist eh egal. Alter. Alter Schwede. Alter. Wir kommen von Norden. Ich hoffe, die wissen nicht gleich unsere Position. Das wäre ein bisschen blöde. Die sind schon da. Ja, die sind schon da. Okay, die laute Waffe bedeutet nicht sofort, dass sie genau wissen, wo wir sind. Wissen Sie es nur ungefähr? Wir kommen von Westen. Westen ist auch. Nee, Westen ist genau hinter mir. Das ist ein bisschen problematisch. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck. Nein, nein. Ah, Mann, Scheißendreck. Ich wollte auf die 3 drücken. Ich habe die 2 vergessen, die von hinten kommen. Ich wollte auf 3 drücken, eben für die Waffe mit der schnellen Schussfrequenz und habe 4 gedrückt für die andere Sniper. Das war mies. Das war mies. Komm, lad ein bisschen schneller. Hallo? Wir könnten eigentlich wirklich mal den Kollege anfordern, oder? Boah, jetzt habe ich gedacht, ich rutsch runter, ey. Das wäre geil gekommen. Wir haben noch hier. Scheiße, wie kann ich denn den anfordern? V? Schützenhilfe. Hilfe ist unterwegs! Okay. Hier kommt Hilfe. Los, 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 los.
der wartet jetzt hier, bis ich... Ah, schade, jetzt habe ich gedacht, der... rusht da irgendwie rein und... Keine Ahnung, aber... im jetzigen... Standpunkt ist eigentlich ein bisschen useless. Los, 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 los. Okay, da hinten kommen noch zwei. Hier, nimm das. Happa, happa. Oh. Nice. Na, so geht's auch, so geht's auch. Natürlich, so geht's auch. Die Sniper ist schon geil, muss ich schon sagen. Ich glaube, ich werde die wirklich mitnehmen. Du bist der beste Mann. Und du weißt es. Na gut, wenigstens haben wir jetzt alle Außenposten hier eingenommen. Können wir nochmal ein bisschen Propaganda abziehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Ich bin raus hier. Man sieht sich. Ciao.